Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier für die Tippe. Ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir befinden uns gerade hier auf opsucht.net. Ja, da waren wir genauso lange nicht wie auf Durchrasten. Denn es gibt eine Neuerung. Und zwar, wie ihr seht, wir sind Owner. Ja, liebe Freunde, wir sind tatsächlich Owner. Hängt allerdings nicht damit zusammen, dass wir hier den Server gekauft hätten oder etwas für diesen Server gemacht hätten. Nein, es gibt einen ganz, ganz einfachen Grund, warum wir hier Owner sind, weil nämlich alle Owner sind. Im Großen und Ganzen liegt das daran, dass Philipp und Devin sich gedacht haben, hey, netter April-Scherz, netter Prank, wenn wir mal alle zu Ownern machen. Natürlich ohne Rechte und so weiter und so fort, aber sie haben es durchgezogen. Haben sich selber den Spielerrang gegeben und allen anderen Ownerrang. Und wir haben hier natürlich schon wieder direkt Besuch am Start. Ich weiß zwar nicht wieso und weshalb, aber okay. Es passiert halt manchmal. Und ja, das ist so das Große und Ganze. Welche April-Scherze finden wir heute noch auf Minecraft-Servern? Natürlich den April-Scherz mit der Lobby auf Griefer Games unter anderem. Beziehungsweise mit dem Portalraum. In diesen können wir gleich auch mal joinen. Ich weiß gar nicht, ob es auch auf Durchrasten, ob es da irgendeinen Prank gab oder auf Mixelpixel. Im Moment ist es so, dass ich jetzt schon längere Zeit nicht auf Mixelpixel war. Tatsächlich. Ich werde also demnächst wahrscheinlich da auch nochmal reingucken können, müssen, wie auch immer. Wir schauen gerade mal hier. Okay, hier haben wir absolut normale Verhältnisse, so wie es aussieht. Wir gehen mal auf City Build und sehen, ja, hier ist alles normal. Schade, schade, Schokolade. So, ob es jetzt auch auf Lord Varus irgendeine Änderung gibt, kann ich euch so noch nicht sagen. Da war ich jetzt auch schon lange nicht mehr drauf. Aber wir gehen jetzt mal auf Griefer Games. Denn da möchte ich euch gerne mal zeigen, was denn da so ansteht. Ich habe aktuell zwei Freundschaftsanfragen. Okay. Muss ich mal schauen demnächst. Habe ich so noch nicht gesehen. Ihr seht also, wir joinen hier in einem Irrgarten. Jetzt ist es ein richtiger Irrgarten. Akappa. Euer Ernst? Ja. Also heute Morgen, beziehungsweise heute Mittag, als ich gestreamt habe, konnte man wenigstens, so, hier noch auf die einzelnen City-Builds, da war die Hecke noch nicht so weit fortgeschritten. Das heißt, irgendjemand hat mal wieder an der Hecke gebastelt hier. Böse, schäm dich. so. Wir gehen gleich mal weiter. Also, ich kann es echt nicht verstehen, wie man so viel Zeit und Langeweile haben kann, aber gut. Triggert sicherlich viele, also mich triggert es im negativen Sinne. Andere wiederum freuen sich vielleicht durch diese kleine Aufmunterung und diesen kleinen Spaß. Und ihr seht, wir sind hier in einer komplett anderen Welt auf Griefer Games. Ist wahrscheinlich eine kopierte Map und wir können hier einfach fliegen, weiter. Das große und ganze Problem ist natürlich, hier kommen wir so nicht auf die Plotwelt. Wenn wir jetzt allerdings /spawn eingeben, landen wir beim normalen Spawn. Das möchte ich aber an dieser Stelle nicht, weil ich gerade mal schauen möchte. Okay, hier sind Barrier-Blöcke. Das heißt, unendlich geht das Ganze dann doch nicht. Aber ehrlich gesagt, ja, bin ich nicht so der Fan davon. Ich wollte aber euch heute mal ein Video zum Thema April-Scherze auf Minecraft-Servern machen. Ja, hier haben wir dann eine Sitzecke. Ist wahrscheinlich nur mit dem Mystery-Mod sichtbar. Den habe ich noch nicht. Ob ich mir den jemals holen werde, I don't know, I don't care. Weiß ich so noch nicht.
Und wie wir gesehen haben, wie gesagt, wir waren dann in der Original-Plot-Welt, am originalen Spawn, das wollte ich eigentlich sagen, meine Freunde. Und sind hier bei der Plot-Welt. So, wer sich jetzt natürlich fragt, hey, wann machst du den nächsten Stream? Ich hatte heute Mittag auf Twitch gestreamt und wann ich wieder auf YouTube streame, kann ich euch so noch nicht sagen. Das kann sicherlich nochmal eine Woche, zwei, drei, vier dauern. Wann das nächste Video kommt, weiß ich so auch noch nicht, nach diesem Video. Es hat halt sehr, sehr viele Gründe, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, warum ich jetzt gerade aktuell nicht so aktiv bin und aktiv sein kann. Ich denke, das hat einfach nichts großartig hier zu suchen. Wenn ihr es trotzdem wissen wollt, schreibt mir gerne einen Kommentar unter dieses Video. Lasst auch ein Like und ein Abo da. Ladet eure Freunde ein. Wir stehen ganz, ganz kurz vor den 100 Abonnenten. Ich würde mich wirklich tierisch darüber freuen. Wenn ihr euer GS bewertet haben wollt, schreibt es wie gesagt auch gerne mit CB unten in die Kommentare. Falls ihr das nächste Mal einen Premium-Rang gewinnen wollt, in ungefähr einer Woche oder zwei, je nachdem, wann ich wieder streame oder ein Video aufnehme, schreibt gerne auch euren Namen, wann ihr so ungefähr online seid und auf welchem CB. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen und wie gesagt, Leute, ladet eure Freunde ein, lasst ein Abo da. Und ich wünsche euch jetzt frohe Ostern, einen schönen Karfreitag. Macht es gut, eure 1KZD hier auf griefergames.net und ciao.